Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Professor Layton vs. Phoenix Wright Ace Attorney Dingens Bummens. Und... Hallo! Und, ich habe nach der letzten Aufnahme wirklich tolle, nein. Ich hab Aufwand betrieben, um Mark die Macht zu verleihen, ebenfalls Sounds abzuspielen, damit wir überhaupt nicht mehr vorankommen. Und wir haben Glück. Es klappt noch nicht so ganz. Ich hab's einfach noch nicht installiert. Macht ja nichts, ist ja nicht so schlimm. Ich hab ja noch genug für uns beide. Und zwar ich von... Ich hab's immerhin gefunden, Köstritzer also Schwarzbier. Da drinne. Was? 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 Sag, fang nochmal an. Immerhin wieder gefunden. Köstritzer Schwarzbier. Was? Leck mich. Was? Nein, wirklich, sag nochmal. Ich hab gesagt, ich habe die Datei wiedergefunden und habe sie jetzt mal in einem Ordner gespeichert, zusammen mit den Sounds. Das ist schön. Okay, dann machen wir mal weiter und du kannst ja in der Zwischenzeit versuchen, die ganzen Tasten zu belegen. Du okay. Multitasking-Genie, du. Du suchst dir einfach eine Taste aus, gehst dann mit dem Mauszeiger drauf und dann kannst du da irgendwo auf Open Sound und dann kannst du den Sound auswählen, den du drauflegen willst und dann brauchst du nur noch die Taste drücken. Was? Ich hab jetzt gerade nicht zugehört. Köstritzer Schwarzbier. Mehr nicht. Mehr brauche ich nicht, meinst du? Das flinst. Genau. Ich muss nur mal gucken, ob man das dann auch hört überhaupt. Ach so, ja, dazu müsstest du ja eigentlich deinen Stereo-Mix anstellen. Ich hab ganz vergessen, du hast doch ein USB-Headset dran, ne? Ja. Scheiße. Dann klappt das erstmal nicht so gut. Super. Müssen wir uns doch ein andern Mal damit auseinandersetzen. Naja gut, dann können wir halt diesmal uns mehr dem Spiel widmen, obwohl meine Songs sind ja auch noch da. Hier einer davon. So, ja, weiter. Ich bin jetzt gerade dabei. Okay, das ist ja wirklich simpel. Lies mal was vor. Ja. Entschuldigung, jetzt muss ich dich erst wieder aufmachen. Ja, mach mich auf. Ich öffne dich. Mach mich erst mal an. Schatzi, da. Ja. Sophie konnte uns viele nützliche Informationen über diese mysteriöse Stadt geben. Offenbar ermittelte Will eigenständig in diesem... Nur was suchte er? Wir folgten Wills Spur und kamen schließlich am großen Archiv an. Es war nur eine Ahnung, doch wir glaubten dort Hinweise zur Aufklärung der Mysterien Labyrinthias finden zu können. Zur Aufklärung Labyrinthias finden zu können. Stand da was anderes? Nein, nein, nein. Ja, da stand zur Aufklärung der Mysterien. Oh. Du hast aber auch das gesagt. Ich wollte nur sagen, Aufklärung und so. Also da sind die Blümchen und die... Oh. Blümchen. Und noch mehr Blümchen. Und noch mehr Blümchen. So, haben wir hier unten noch irgendwas? Vielleicht finden wir ja hier Leute, mit denen wir reden können. Nee. Gut, dann gehen wir doch mal Richtung großes Archiv, ne? Wieso sehe ich eigentlich gerade nur schwarz bei deinem Bildschirm? Warum? Mhm. Ich habe keine Ahnung, das ist... Jetzt sehe ich's wieder. Oh, schön. Es hätte da sein müssen jedenfalls. So, wollen wir jetzt einfach mal hier hochgehen und dann gucken wir mal. Mhm. Ich sehe schon wieder nur schwarz. Oh. Ist dein Kabel locker oder was? Nein, mein Kabel ist perfekt. Das... Jetzt ist es da. Anscheinend haben die Ritter ihre Suche nach uns aufgegeben. So ein Glück. Ja, da hast du wohl recht, Luke. Es sieht so aus, als könnten wir die Gegend noch etwas erkunden, bevor wir uns zum großen Archiv begeben. Neuer Ort auf der Karte. Eingang zur Bibliothek. Ah, da. Wer ist da? Wer ist der denn da? Das hier ist Olaf. Was? Drosselbart. Nee, das ist nicht Drosselbart. Das stimmt, das war der mit der Schalmei. Mensch, und wer steht denn da hinten? Von den Schalmei. Das hier ist Olaf. Und wer ist der hier? Das ist der Mario! Ich hab grad im Rhythmus von dem Lied gelacht. Was?
Okay, sprechen wir doch mal den da an. Der hat kein Rätsel. Schade. Wer war der denn? Du! Die Hexe kommt, die Hexe kommt! Das ist mein Ende! Er tut sich weh. Oder es sieht so aus, als ob er sich ganz doll weh tut. Das ist nicht schön. Wer war denn der jetzt? Ja, ich glaube, der war ich, ja. Soll ich den vielleicht, ja, ich so glaube, so hast du den auch gesprochen. Ah, ich weiß es nicht genau, aber es klingt so nach... Das klingt... Ja, so geht. Für alle, die das jetzt nicht verstanden haben, versuche ich es nochmal etwas anders abzuspielen. Wo ist denn jetzt der... Ah, genau. Auf der Taste da. Gay. Mist, das letzte Wort habe ich zweimal abgespielt. Die nächste Geschichte hält gewiss etwas Gutes für mich bereit. Das war's schon. Oh. Ich glaube, mit denen haben wir schon gesprochen. Na okay, dann bewegen wir uns mal weiter. Blöp. Mhm, das große Archiv. Wir müssen der Crash-Spur folgen. Wir müssen Crash-Spur folgen. Die ist aus nicht eingesammelten Äpfeln und Kisten, die er nicht zerstört hat. Oh. Und sie liegt auf dem Weg zu was? Das ist ja um fünf Ecken gedacht. Und sie liegt auf dem Weg zu Neocortex oder wie der hieß. Ja. Irgendwie so. Irgendwas mit Cortex. Ja. Dieser Großkopf da. Was hat die da gesagt? Ich hab wieder schwarz. Jedes Mal, wenn du einen neuen Bildschirm... dann bleibt das da erstmal. Schwarz. Ist komisch. Aber nur dann. Jetzt merkwürdig. Ist es da. Hoi. 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 Es sah schon von Weitem beeindruckend aus, aber aus der Nähe ist es ja riesig. Sogar vom Hochschauen kriege ich schon Nackenschmerzen. Es erforderte gewiss ein beträchtliches... Oh. Was? Oh. Oh. Oh, was? Ich bin das nicht. Ach so. Ah, ich dachte schon. Warum hört der mitten im Satz auf? Aber ich habe das echt auch nie mitbekommen. Wie war das? Ach so, ja. Ich bekomme schon vom Hochschauen den steifen Hals. Es erforderte gewiss ein beträchtliches Maß an Zeitaufwand und Arbeitskraft, ein derart hohes Gebäude zu errichten. Ja, warte mal, da habe ich doch auch einen Sound. Ja, das ist richtig. So klingt Sophie also in echt. Ja, genau. Das Sophie. Ja, das ist richtig. Das Sophie ist zu einer Art Wahrzeichen für die Stadt geworden. Nanu? Hast du wieder einen schwarzen Bildschirm? Ja. Jedes Mal, wenn sich die Szenerie ändert, woran liegt das denn? Vielleicht liegt's einfach nur an Skype. Wenn irgendwas schuld ist, dann immer Skype. Aber der Text, wenn dann normal, also wenn es gleich bleibt, der geht dann ohne Probleme, das geht dann. Ja. Jetzt ist es da. Na nu, seht euch das Dach mal da vorne an. Es sieht so aus, als hätte es irgendwann einen Argen. Wer war denn das nochmal? Dominika. Ach so, Brandschaden! Erlitten. Gab es hier mal einen Großbrand? Ach, das... Das war... Weinbrand. Da ist der Weinkeller oder die Weinstube gewesen und die hat gebrannt. Ja. Was haben die dann noch gemacht? Köstritzer Schwarz. Mann, ich will endlich die Sounds haben. Ja, besser ist das wohl. Du hast ich sie ja, du musst nur noch zusehen, wie du irgendwie deinen Stereo-Mix an mich überträgst. Das weiß ich doch nicht, wie ich das mache. Du bist hier der Nerd von uns. Ich bin kein Nerd. Okay, ich aber auch nicht. Aber du weißt, wie es geht, ich nicht. Ich bin der technisch Versiertere. Einigen wir uns da. Obwohl, ich glaube, ich bin eher ein Nerd.
Okay. Teilweise. Ein technisch versierter Nerd. Das wäre ja doppelt gemoppelt. Nee, so gut bin ich nicht. Ich höre euch jetzt schon länger zu und muss sagen, ihr zwei seid echt komisch. Oh, danke schön. Oh. Ah, du bist. Das war's doch. Der Ciabatta oder wie der hieß. Ah, nee, Rogger. Ja. Der Rogger. Der Hardrogger. Es gibt ja Hardrogger und es gibt Hartweizengrieß. Warst du schon mal oder hast du mal in einem Hardcore gesungen? Ja, da sind die Chormitglieder alle nackt. Das warst da mal du, ne? Nee, das warst du, dachte ich. Ach so. Das dachte ich schon. Aber ich bin mir so unsicher. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, ja, der war ich vielleicht. So wie du ihn hättest sprechen sollen. Das Dach sieht schon ziemlich lange so aus. Daran ist nichts neu. Ist doch nichts neu. Jährlich? Jährlich? Nein, nur einmal im Monat. Würde es dir etwas ausmachen, uns ein wenig davon zu berichten? Ihr zwei überrascht mich immer wieder mit euren ungeheuren Wissenslücken. Naja, es schadet wohl nichts, es zu erzählen. Die Brandschäden stammen vom großen Feuer! Vom großen Feuer? Wir hätten gedacht, vielleicht stammen sie ja von einem kleinen Feuer! Ja. Oder einem großen Wasser. Genau, großes Wasser. Vom großen Wasser. Also, ehrlich gesagt, ein großes Feuer, das einen Brandschaden anrichtet. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, boah, hätte ich nicht gedacht. Genau, vor sehr langer Zeit gab es ein riesiges Feuer. Ach, jetzt ist es auf einmal riesig. Ja, es war erst groß und dann wird's riesig. Ah, da war es vielleicht doch mal ein kleines Feuer. Warte mal, bis es zum gigantischen Feuer wird. und dann die Mega-Feuer-Evolution. Oder Ultra-Feuer-Deluxe. Mega-Feuer-Deluxe. TS mit Tomate und Salat noch. Aber ohne Gurke, bitte. Okay. Ein riesiges Feuer, das fast die ganze Stadt verschlungen hat. Kleines Feuer digitiert zu! Großes Feuer! Daher kommen diese Schäden dort. Man sieht in der Stadt noch mehr solcher Spuren vom Feuer. Hier und da. Ah, hier. Ah ja, und da auch. Und... Oh, da ist sogar noch was davon. Aua! Mein Fuß. Okay, Feuer, du hast gewonnen. Die ganze Stadt wurde von einem riesigen Feuer verschlungen. Nein, vom großen Feuer. Das habe ich doch gesagt. Jeder hier kennt die Geschichte. Ihr seid wohl die einzige Ausnahme. Vielen Dank für deine Ausführungen. Das hat definitiv für etwas Klarheit gesorgt. Echt? Gern geschehen. Ich hatte zufällig nichts Besseres zu tun. War ganz nett zum Zeittotschlagen. Egal, wir sehen uns. Vor Gericht. Allein der Gedanke, dass so ein großes Gebäude von einem Feuer beschädigt wird. Großes Feuer. Ja, aber ich dachte, es war ein riesiges Feuer. Ja, das auch. Das Feuer, das sich in der Stadt ausgebreitet hat, muss sprichwörtlich groß gewesen sein. Da liegst du gewiss richtig, Luke. Nein, es war riesig. Sophie, was ist denn mit Ihnen? Oh, nichts. Gar nichts. Sollen wir hineingehen? Neuer Art auf der Karte. Großes Archiv. Das ist auch irgendwann ein riesiges... Nicht das riesige Archiv? Nee. Wo ist noch eine Münze? Da, natürlich. Ich bin noch in der linken Fahne oder so. Übrigens, in der deutschen Version wurden die ganzen verfassungsfeindlichen Symbole durch das hier ersetzt. Nein, da musste ich jetzt gerade dran denken, weil ich habe was über Wolfenstein The New Order gehört. Ah, hier ist noch was.
Wusstest du eigentlich, dass es gar keine verfassungsfeindlichen Symbole geben dürfte in der Bundesrepublik Deutschland? Wie meinst du das? Wir haben nur ein Grundgesetz, das ist keine Verfassung. Also, ich möchte jetzt nicht in irgendwelche anderen Richtungen gehen, sondern nur sowas sagen. Nicht, dass ihr irgendwie das in die falschen Richtungen abdriftet.